Loks ist für mich einfach ein gutes Gefühl, früh morgens auf Arbeit zu fahren, was einfach kein 0815-Job und Unternehmen ist, da wir hier jeden Tag Sachen diskutieren und versuchen weiterzuentwickeln, die aus einem Hobby heraus, aus dem Sport, den wir gern mögen, entstanden sind. Es ist einfach eine sehr, sehr große Freude, wenn man in andere Kletterhallen kommt und man sieht seine eigenen Produkte. Loks hat angefangen mit Volumen, deswegen stellen wir nach wie vor die Holzvolumen her. Mittlerweile stellen wir Makrovolumen aus Recycling-Kunststoff her, wir stellen Klettergriffe her, bis hin zu richtig großen Bauprojekten. Also wir bauen Boulderwände komplette, wir bauen die Matten. Also eigentlich alles das, was man braucht, um eine Boulderhalle letztendlich ins Leben zu rufen. Das Thema Nachhaltigkeit treibt uns nicht erst seit gestern um. Wir sind insgesamt in der Kletterbranche ja im Grunde eher auf der Seite der Verursacher von Problemen. Wir arbeiten bei Loks unter Hochdruck daran, hier eher auf die gute Seite zu wechseln. Ich glaube, das erste Volumen, was wir hatten, das war ein Trapez. Das haben wir auf dem Dachboden gefertigt und dann selber beschichtet. Und das sah am Anfang fürchterlich aus, aber wir sind dann schnell besser geworden. Als wir damit mal gestartet haben, konnte keiner hier erahnen, wo wir irgendwo mal landen werden. Entstanden ist Loks eigentlich aus dem Bedarf, dass wir ganz konkret Holzvolumen wollten und bei anderen Herstellern nicht genau das gefunden haben, was uns wirklich gefallen hat. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir die Holzvolumen selber starten. Und das war eigentlich der Anfang von Loks. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir versuchen, auf viele sehr, sehr individuelle und abwegig erscheinende Kundenwünsche einzugehen. Also wir machen intern immer gern Witze darüber, wie viele Schattierungen von Grau wir tatsächlich im Angebot haben als Volumenfarben. Also ich glaube, es sind inzwischen 25 Grauschattierungen, die man bei uns bestellen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch noch einen Kunden finden, der die 26. noch grauere Tönung viel besser findet. Klettergriff entsteht hauptsächlich so, dass wir ein fertiges Shape bekommen. Wir das dann abscannen. Mit dem Scan stellen wir am Computer eine Stützform dazu. Die drucken wir dann. Und mit der 3D gedruckten Stützform dazu betreiben wir dann den Formenbau. Also kommt dann Silikon dazu und haben eine relativ dünne Haut, womit wir dann die Griffe in der Produktion haben. Der Unterbau bei den Volumen ist bei vielen Volumen ähnlich. Es ist Burger Multiplex. Aber die Art und Weise unserer Beschichtung und der ganzen Befestigungspunkte ist ja deutlich robuster und nachhaltiger als bei anderen Produkten. Wir versuchen ja generell, unsere Produkte nachhaltig zu gestalten. Das heißt, dass sie sehr langlebig sind, ob das jetzt unser Mattensystem ist, unsere Wand- oder Volumenbeschichtung. Jetzt im letzten Jahr haben wir es geschafft, das erste Mal weltweit ein Makro herzustellen, was aus 100% recyceltem Grundmaterial besteht. Das heißt, alles, was unter der Beschichtung ist, die der Kletterer zieht, ist alter Industrieabfall, den wir hier wieder neues Leben eingehaucht haben. Wenn die Lebenszeit abgelaufen ist, wenn der Griff glatt ist, das Volumen abgesplittert oder so, dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, das wieder abzuseigeln. Das machen wir auch für unsere Volumen und Makros. Das heißt, wir bringen einfach eine neue, raue und frische Schicht auf, sodass der Griff genauso wieder aussieht wie vorher. Und damit schaffen wir es, die Lebenszeit zu verdoppeln und zu verdreifachen, ohne größeren Aufwand. Für mich persönlich hat Nachhaltigkeit natürlich einen großen Stellenwert. Ich habe mittlerweile zwei Kinder und man fragt sich halt schon so ein bisschen von heute an in 10, 20 Jahren in die Zukunft gedacht, wie wird die Welt halt da aussehen, wenn wir alle genauso weitermachen, wie wir das die letzten 10, 20, 30 Jahre getan haben. Motivierend ist es für mich, wenn ich am Ende ein Produkt in der Hand halte, was super gut ist und wo ich weiß, da ist so wenig wie möglich Müll dabei entstanden. Wir wollen unsere Produktion mit Robotertechnik unterstützen, damit unseren Mitarbeitern die Tätigkeit erleichtert wird. Und es gibt viele monotone Prozesse, die einfach in eine Automatisierung gehören. Und der Mitarbeiter kann ja wichtigere, anspruchsvollere Tätigkeiten übernehmen. Jedes Jahr schauen wir uns an und sagen, Mensch, es muss doch
mal zu Ende sein oder dass wir irgendwann an so einen Sättigungspunkt kommen und im Grunde nur noch erneuernden Bedarf befriedigen. Aber es entstehen ja immer noch neue Hallen und neue Kunden kommen hinzu. Wir versuchen, da wo es uns möglich ist, als Unternehmen nachhaltiger zu werden. Aber wir haben ganz klar den Weg eingeschlagen, zu analysieren, was stellen wir eigentlich her und an welchen Stellschrauben können wir drehen.